Die Jugendherberge in Güstrow wird nicht wieder öffnen. Das ließ auf Anfrage Kai-Michael Stübel, Vorstand des Landesverbandes MV im Deutschen Jugendherbergswerk, wissen. Die Corona-Pandemie macht seit März vergangenen Jahres auch der Jugendherberge in Güstrow die Arbeit unmöglich. Wenn uns die Erträge wegbleiben und Existenzsicherung oberstes Gebot ist, müssen wir handeln, sagte Kai-Michael Stübel. Güstrow gehört somit zu den Standorten, die keine Perspektive hatten und Ende Dezember für immer geschlossen wurden. Gehörten bis 2021 noch 14 Häuser zum Landesverband, sind es nun nur noch 12. Bereits mit dem ersten Lockdown im März 2020 mussten alle Häuser des Jugendherbergswerks in MV geschlossen werden. Einige, wozu auch Güstrow gehört, konnten bisher nicht wieder geöffnet werden. Das habe insbesondere damit zu tun, dass sich die gebotenen Hygienevorschriften in Innenräumen in diesen Häusern nicht umsetzen lassen. Vor allem die Sanitärräume, die für Gruppen konzipiert sind, könnten nicht so einfach anders genutzt werden. Da stößt wohl jedes Unternehmen und auch eine solche Einrichtung an Grenzen der Wirtschaftlichkeit. Mehrfach wurde die Güstrower Jugendherberge für ihre Familienfreundlichkeit ausgezeichnet. Erst kürzlich investierte der Betreiber in die Erneuerung des Familienhauses. Die Lage in der Nähe des Inselsees, das freizügige Gelände inmitten der Heidberge, all das spielte neben guter Verköstigung eine Rolle dabei. Doch letztlich sind es vor allem eben Schulklassen und Gruppen, die hier beherbergt werden. Doch gerade in Zeiten von kurzfristigen Änderungen von Gesetzen und Verordnungen ist das ein Problem, weil dieses Klientel Reisen eher langfristig plant. So nutzten in der Vergangenheit auch Chöre für ein Probenwochenende die Räume der Jugendherberge. Eine langfristige Planung aber war in den vergangenen 2 Jahren nicht oder nur sehr erschwert möglich. Ein Problem, das von Kai-Michael Stübel ganz klar ein Grund für die Schließung ist. Als Jugendherberge stehen wir in einer besonderen Abhängigkeit von Schule und Jugendarbeit. Jetzt ist uns jegliche Perspektive abhanden gekommen, beschreibt Kai-Michael Stübel die Situation der staatlich unabhängigen Jugendherbergen. Schon eine Zeit lang ist er mit der Stadt Güstrow als Eigentümer des Geländes im Gespräch. Der Erbbau-Pachtvertrag würde noch einige Jahre laufen, aber vielleicht lässt sich eine gute gemeinsame Richtung finden. Bürgermeister Arne Schulz sagt: Wir sind in Verhandlung, um uns gemeinsam um eine Lösung für die Zukunft zu bemühen. Er könne sich gut vorstellen, dass die Lage für Gesundheitstourismus prädestiniert wäre. Auf dem Areal, zu dem Wiesen und Spiel- und Aufenthaltsplätze gehören, befindet sich neben den Häusern der Jugendherberge auch die staatlich anerkannte Einrichtung für Weiterbildung des eingetragenen Vereins Schabernack, das Zentrum für Praxis und Theorie der Jugendhilfe. Im Eingangsbereich des Grundstücks steht außerdem ein leerstehendes Fachwerkhaus, für das sich bereits Initiatoren einer Waldkita interessieren. Nun muss überlegt werden, wie die nun leerstehenden Gebäude genutzt werden könnten. Ob touristisch oder als Wohnungen, letztlich müssen über die nächsten Schritte und Möglichkeiten die Stadtvertreter befinden.